gleich zu merken, ist diese Late-Night-Show aus dem Ausland. Wir haben heute im Programm sowohl Cyberpunk als auch Steampunk und deswegen sind wir einfach mal nach London gefahren. Denn hier haben wir sowohl die viktorianischste aller Städte als auch die hochmoderne direkt nebeneinander. Schaut mal rein in London und in was wir sonst so haben in der Show. Im dritten Band von Steam Noir werden langsam alle Hintergründe der mystischen Steampunk-Story klarer. Das Wer, Was und Wo ringsum das im Untertitel Das Kupferherz verewigte künstliche Organ wird aufgeklärt und dabei erfahren wir auch immer mehr kleine Schnipsel über die Welt von Opus Anima, in der die Protagonisten und ihre Landschollen herumschweben. Und diese Welt ist auch die große Stärke des gesamten Comics. Die Maschinen und Maschinenmenschen, viktorianischen Städte, die Mode und die Setdesigns sorgen für eine melancholische Stimmung. Was mir allerdings an Band 3 und inzwischen an der gesamten Serie nicht gefällt, sind die blassen Charaktere. Es ist schwer festzumachen, wo es hier hakt, aber am ehesten noch daran, dass die Figuren aus einzelnen Schnipseln zusammengesetzt zu sein scheinen oder vom Hintergrund her nur aus wenigen Schlagworten zu bestehen scheinen. Frau D. ist eine Suffragette, also eine Frauenrechtlerin, die für ihre Rechte eintritt und ordentlich biestig sein kann. So wirklich, mehr kommt dabei aber nicht rum. Der Maschinenmensch Hirschmann ist ein Maschinenmensch. Und der Hauptcharakter Heinrich Lerchenwald ist eigentlich ein Dandy, aber gleichzeitig rennt er mit seltsamen Apparaturen durch die von wiedergekehrten Seelen verseuchten Winkel der Stadt. Außerdem hat er irgendwie einen kranken Sohn und eine beständig kaputte Frisur. Aber das sind alles irgendwie nur einzelne Bruchstücke und eine wirkliche Person lässt sich da für mich nicht fassen. Der Comic beruht auf einem Abenteuer für das Rollenspiel Opus Anima und das könnte dieses Problem und die obendrein etwas undurchsichtige Story erklären. Was am Spieltisch passiert, ist nun mal nicht immer leicht oder gut auf ein anderes Medium übertragbar. Schade ist übrigens auch, dass die Qualität der Zeichnungen weiterhin stark schwankt. Mal sind die Personen gut getroffen und die Hintergründe stimmig, aber dann gibt es direkt wieder einen argen Fehler mit kaputter Anatomie oder seltsamen Perspektiven. Die Koloration mit ihren gedämpften Farben und dem staubigen Licht ist hingegen immer treffend und stimmungsvoll. Als Fazit könnte man sagen, langsam bin ich enttäuscht, dass diese Reihe hinter dem Potenzial des Settings zurückbleibt. Daher gibt es nur 7 von 10 möglichen Punkten für den dritten Band. Kein altes Alien-Artefakt, sagt Professor Heinz, man kann ja nie wissen. Es gibt übrigens eigentlich keinen besseren Ort, um etwas zu Space 1889 anzumoderieren, als hier im British Museum, wo wir zufällig gerade sind. Und zufällig haben wir auch das hier dabei. Das ist eine kleine Sammlung, Erderdampf und Stahlgiganten, mit 8 kurzen Abenteuern zu Space 1889, die im Magazin des ursprünglichen Herausgebers Challenge erschienen sind. Die sind jetzt vom Urwerk Verlag aber deutlich überarbeitet und ans neue Ubiquity-System angepasst worden. Die 8 Abenteuer des Bandes passen auf etwas über 80 Seiten und decken einen Großteil des Spektrums von Space 1889 ab. Das Setting sollte ja bekannt sein. In einer alternativen viktorianischen Welt erstreckt sich zwischen den Planeten des Sonnensystems der Äther, der es mittels Luftschiffen und Varianten erlaubt, zum Beispiel von der Erde zum Mars zu reisen. Die Kolonialmächte Europas bekriegen sich daraufhin auch auf den Nachbarplaneten, wo es einige Mysterien und fremde Rassen zu entdecken gibt. Das Ganze ist recht palpig im besten Sinne und auf jeden Fall etwas für alle Fans von Jules Verne und Edgar Rice Burroughs. Die vorliegenden Kurzabenteuer entführen uns auf den Mars, die Venus, sogar den Merkur und 2 spielen in Nord- bzw. Südamerika. Auf dem Mars muss zum Beispiel unter anderem ein feindlicher Marsianerstamm von der Überlegenheit der Erdlinge überzeugt werden, was mittels Taschenspielertricks bewerkstelligt werden soll. In einem anderen Szenario müssen die Helden aus dem Verlies eines Marsianerprinzen entkommen und diesen dabei idealerweise stürzen oder eine untergegangene Stadt auf dem roten Planeten erforschen, was schnell zu einem Survival-Horror-Abenteuer wird. Auf dem Merkur erkunden die Helden die immerwährende dunkle Seite dieses Planeten, erforschen seine Flora und Fauna und suchen nach einer verschollenen Expedition. Auf der Venus gilt es ebenfalls, ein noch unbekanntes Tal zu erforschen, im Auftrag der Briten im Wettlauf mit einem deutschen Trupp. Auch auf der Erde warten aber Geheimnisse, unter anderem in einem verborgenen Amazonastal. Außerdem gibt's ein Wildwest-Abenteuer inklusive Duell, allerdings mit dampfbetriebenen Mechs.
Da die Szenarien allesamt aus der ursprünglichen Space 1889 Blütezeit stammen und zudem recht kurz sind, darf man jetzt keine Ultrakomplexität erwarten. Sie wurden zwar alle modernisiert und an die aktuellen Ubiquity-Regeln angepasst, etwas angestaubt wirken sie aber dennoch. Moderne Spieler werden vermutlich auch von Stimmungstexten irritiert sein, in denen einfach mal vorausgesetzt wird, was die Spielercharaktere tun, was ihr Hintergrund ist und wie sie miteinander reden. Eigentlich sind die Abenteuer alle sehr offen angelegt und verlangen daher natürlich auch wieder einiges an Eigenleistung durch den Spielleiter. Nur der Einstieg ist oft sehr genau vorgegeben und muss im Zweifel eben etwas angepasst werden. In einigen der Szenarien passiert mir etwas zu wenig. Gerade die Sache mit den Taschenspielertricks auf dem Mars lässt sich in zwei Sätzen beschreiben und dann warten auch schon keine Überraschungen mehr. Andere stecken aber voller netter Details und stimmungsvoller Szenen. Lobend hervorzuheben sind in dieser Hinsicht das Horrorabenteuer auf dem Mars und das Erkundungsabenteuer auf dem Merkur. Die weisen echt Szenen auf, die beim Lesen Lust aufs Leiden machen. Auch die Episode auf der Venus und das Mech-Wildwest-Abenteuer haben viel Potenzial. Gerade weil einige der Szenarien eben nur Randepisoden sind, Beispiel spielen sie das hier, falls ihr Abenteurer auf dem Mars in Missgunst geraten ist, wäre es eigentlich schön gewesen, hätte man Vorschläge geliefert, wie man all die Teilabenteuer zu einer sinnvollen Kampagne vermengen kann. Eine Seite hätte gereicht, um einen roten Faden durch die meisten der Szenarien zu weben und einen durchgehenden Antagonisten einzuführen. Leider wurde das versäumt, aber auch das sollte mit ein wenig Eigenleistung des Meisters möglich sein. Eine Wertung gibt's nicht, wie immer bei Uhrwerk. Wer das Grundregelwerk hat und mag, wird auch hier zugreifen, und wer es nicht hat und mal in das System reinschnuppern will, kann sich mit diesem Büchlein auch ohne Regelwerk einen guten Eindruck des Settings verschaffen. Übrigens, zu Space 1889 läuft gerade ein Kickstarter. Wer den Uhrwerk Verlag unterstützen will, und damit auch uns, die wir den Trailer gebastelt haben, kann das dort also tun. Hallo. This is a message from us, the Kaiserliche Division of the Planet of Venus. Thanks to our superior Zeppelins, we rule over Venus. And soon, we will rule over the whole solar system. And why is that, my Kamerad? Because we have this, the rulebook for the Space 1889 RPG. And the English have not. With this book, we will wipe the English and all other nations from Mars. Because we have heroes and they don't. Only the Kaiser has heroes. Warnung! Eine fremde Überwachungsdrohne hat uns in ihren Suchfokus genommen. Merk, ich Idiot! Was ist? Späherdrohne Ruf und Programm 2 ausführen. Störfeld aktivieren. Es handelt sich um eine Polizeidrohne. Sie bleibt an uns dran. Funk? Noch nichts. Na, wenigstens etwas. Vor ein paar Folgen haben wir euch das Indie-Hörspielprojekt Humanimy vorgestellt, das unter anderem von den Leuten produziert wurde, die hinter der Band Schandmaul stehen. Ein Dark-Future-Cyberpunk-Hörspiel, in dem der Ermittler Leonard, das Chamäleon, nach einer verpatzten Mission zum Staatsfeind Nummer 1 wird. Teil 1 hat bei uns 7 Punkte kassiert, einfach weil noch nicht so viel passierte und die Handlung noch nicht so recht in Schwung kam. Das ändert sich jetzt in Teil 2, der Fahrer. Dieser Fahrer mit Namen Maurice wird neben Leonard zum neuen Protagonisten und wir steigen aus seiner Perspektive in die Geschichte ein. Fahrer bezieht sich darauf, dass Leonard ein Team von Spezialisten um sich geschart hat, um einen brisanten Auftrag zu erledigen. Einen Hacker, einen Unterweltschläger und eben einen Fahrer. Der Job, um den es geht, dient eigentlich nur Leonards Überleben im Untergrund, aber bald wird klar, dass mehr dahinter steckt und die vier Hauptfiguren in eine große Intrige hineingeraten sind, die auch mit dem Background des namensgebenden Fahrers verbunden ist. Dramaturgisch geht's also eindeutig bergauf, die Story bekommt mehr Speed und dass sie nicht mehr von dem etwas unbeholfen wirkenden Leonard dominiert wird, tut ihr gut. Wir erhalten auch neue Einblicke in die Technik und Gesellschaft der Dark Future, um die es hier geht, und offenbar ist Deutschland zum Imperialismus und Rassismus zurückgekehrt. Gemeinsam mit der derben Sprache sorgt das wieder dafür, dass Humanimy nichts für zu empfindliche Ohren ist. Aber all die menschenverachtenden Sprüche, die hier fallen, werden natürlich von den eindeutig Bösen geäußert, stark kritisiert und regen zum Nachdenken an, ob es wirklich wieder so weit kommen könnte und wie schnell. Die Konflikte, die sich aus diesem Ansatz ergeben, machen die Story deutlich emotionaler als noch im ersten Teil und ich bin jetzt tatsächlich neugierig geworden, wie es weitergeht und wie denn alles zusammenhängt. Sounddesign und vor allem die Musik der Gruppe Vortex sind wie schon im ersten Teil auf Spitzenniveau und ich würde mir tatsächlich auch einfach nur den genialen Soundtrack anhören. Immer noch sind einige Laiensprecher dabei, allerdings fallen sie weniger ins Gewicht als bei Teil 1, da wir uns nun auf die Hauptfiguren konzentrieren. Der Fahrer ist ein technisch perfektes, packendes, nicht unrealistisches und sehr sympathisch, auch sehr linkes Dark-Future-Hörbuch und erhält 8,5 von 10 Punkten. Die Kurzgeschichtensammlung Fieberglasträume widmet sich dem literarisch fast schon vergessen geglaubten Genre des Cyberpunks und stellt 15 kurze Geschichten von deutschen Autoren zusammen, um unterschiedlichste Blickwinkel einer vernetzten, kaputten Zukunft zu erkunden. Die Autoren haben unterschiedlichste Hintergründe und bringen auch unterschiedlich viel Erfahrung mit und das merkt man. Die Qualität schwankt und Fieberglasträume wird zu einer dabei aber nicht unspannenden Reise auch durch sehr unterschiedliche Herangehensweisen an das Handwerk schreiben.
Einige der kurzen Texte wirken dabei, als hätten die Autoren flugs ihre letzte Shadowrun-Runde umgesetzt und die magischen Aspekte entfernt, um einen kurzen Action-Einblick in eine vage definierte Cyberpunk-Zukunft zu kreieren, der nicht weiter in die Tiefe geht als »Eigentlich ist alles schlimm, aber hey, wir haben Cyberspace«. Im Fall vom eher in DSA-Kreisen bekannten André Wiesler, immerhin garniert mit ein paar eingestreuten Sexeinlagen, für die dies mögen. Einige widmen sich immerhin den philosophischen Fragen, die eigentlich auch wichtig für das Genre sind, nämlich eben die Bedeutung eines Cyberspace oder die Möglichkeiten, die Menschheit auf technischem Wege zu verändern und zu verschlimmbessern. Zukunftsvisionen dieser Art sollen uns schließlich nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregen. Manche der Geschichten sind aber allerdings noch etwas naiv und laufen auf eine vorhersehbare Pointe hinaus, wie das dennoch solide Stückchen Back to Basics von Peter Hohmann. Andere begegnen den Themen Online-Wahn und Spielsucht mit Ironie, wie Kabelgott von Sven Klöpping, das nicht unbedingt hintergründig damit umgeht, aber auf jeden Fall unterhaltsam. Drei der Geschichten möchte ich aber hervorheben, weil sie mich überrascht haben und sich von den etwas einheitlich wirkenden anderen Cyberpunk-Stories abheben. Zeit der Asche umfasst gleich zwei Geschichten, einmal mit dem Hashtag Rheingold von Frank Hebben und einmal mit Hanse von Christian Günther. Darin werden uns zwei verschiedene Schnipsel einer postapokalyptischen, kaputten Welt präsentiert, die mit dem Genre Cyberpunk vor allem über das Thema des Transhumanismus verbunden ist. Denn es geht um die Anpassung einer Menschheit der Zukunft an eine verseuchte Welt. Dabei geht eine Kolonie tief in alten Bergbauschächten des Ruhrgebietes den Weg der Technologie und Implantate und schließt ein kleines Reich auf diese Weise zu etwas zusammen, das in seiner Funktion schon an eine Ameisenkolonie erinnert, mit einer vernetzten Königin an der Spitze. Im Gegenzug strömen von der Küste aus die Angehörigen der Hanse die Flüsse hinauf und bringen genetisch modifizierte Kreaturen mit und einen Anführer, der seinen eigenen Körper an die bevorstehenden Herausforderungen anpasst. Gesteuert werden beide Gruppen von einer mysteriösen Zitadelle, die offenbar einen Exodus in eine sichere Zone anstößt, auf dem jedoch die Konkurrenten sich gegenseitig aus dem Weg schaffen. Die Geschichten, gerade erstere, bemühen sich um einen postmodernen, kaputten Stil, der zur kaputten Welt passt, und nach einigen Abschnitten, die eher bemüht wirken, geht dieses Rezept auch gut auf, dürfte aber keineswegs jedermanns Geschmack sein. Mir persönlich allerdings gefiel es, weil es einen mit seinen seltsamen Sprachbildern und abgeschnittenen Sätzen gut in das Setting hineinzieht, von dem wir auch nur kurze Schlaglichter zu sehen bekommen, die viele Fragen aufwerfen und uns mit einer melancholischen Verwirrung zurücklassen. Ebenfalls ausgesprochen gut gefiel mir das kurze Stückchen Ernehmer 2 von Niklas Peinecke, das einen moralisch fragwürdigen Geschäftsmann begleitet, dessen Teilzeitfreundin sich Stück für Stück mit animierten Tattoos bedeckt, durch die sich jedoch etwas Unerwartetes, Boshaftes manifestiert. Hier werden geschickt kurze Einblicke in eine mögliche Zukunftswelt mit einer kurzen, knackigen und durchaus auch etwas gruseligen Geschichte verwoben. Die Lebensweise und der Umgang mit dem eigenen Körper und dem Tod in der zukünftigen Gesellschaft werden knapp, aber auf interessante Weise geschildert und dabei nicht bewertet. Das überlässt man uns. Die drei für mich interessantesten Geschichten setzen also darauf, nicht alles zu erklären, dem Leser nicht alle Ideen und Zukunftsvisionen Satz für Satz an den Schädel zu werfen, sondern sie lassen bewusst Lücken, bieten nur kleine Einblicke in die Gedankenwelt dahinter und bringen uns selber zum Denken. Über mögliche Entwicklungen, über Moral, Körperbilder und die Definition des Menschseins. Genau das soll Science-Fiction und ihr Untergenre Cyberpunk ja auch leisten. Insgesamt bietet der Band genau das, was ich mir von ihm erhofft habe. Er sorgt dafür, dass ein von mir geliebtes Genre lebendig bleibt und hat mich auf ein paar neue, begabte Autoren aufmerksam gemacht. 7,5 von 10 möglichen Punkten gibt es dafür. Pacific Rim ist weder Steampunk noch Cyberpunk, aber trotzdem finde ich, dass sich riesige Mechas und über ihre Gedanken damit verbundene Piloten doch für diese Sendung qualifizieren können. Hier geht es allerdings nicht um den Film, der gerade tonnenschwer durch die Kinos stapft, sondern um den Comic Geschichten aus dem Jahr Null. Der stellt eine Art Einführung in die Welt von Pacific Rim dar, die auf der Leinwand selbst recht knapp nur gestreift wird. Mehrere kurze Auszüge aus der Geschichte von Jäger und Kaiju werden hier an dem roten Faden einer Journalistin aufgehängt, die verschiedene Schlüsselpersonen aus dem Film befragt und so den Hintergrund der Filmhandlung aufarbeitet. So erfahren wir mehr über die Ankunft des ersten Kaiju in San Francisco, wie die Jäger und ihr Doppelpilotensystem entwickelt wurden und wer Stacker Pentecosts Co-Pilot war. Dabei sehen wir ein bisschen mehr zu eigentlich allen wichtigen Figuren. Allerdings ist, wie passend, gerade die Geschichte um Filmheld Rawley und seinen Bruder Jensi eher flach. Die beiden Deppen streiten sich um die Journalistin und bekommen deswegen Ärger mit dem Drift, der Verbindung von Gedanken und Erinnerungen der Mecha-Piloten. Der Comic ist keine große Erzählkunst, aber ein solides Stück Hintergrundinfo zum Kinofilm, in dem ein paar Lücken geschlossen werden. Die Schwäche ist allerdings der Zeichenstil, der zwar mit Monstern und Maschinen ganz gut klarkommt, aber die Menschen nur zu oft wie Karikaturen ihrer selbst wirken lässt und auch nicht jeden Winkel und jede Ansicht sicher umsetzen kann. Schade eigentlich, die toll ausgeleuchtete, etwas schäbige Technikästhetik des Films hätte hervorragend Pate für einen tollen Comic stehen können. Leider wurde das irgendwie verpasst. 7,5 Punkte gibt es daher insgesamt für den in sich geschlossenen Band. Yeah.
Nya, 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 nya.